doppelte Böden, doppelte Lottchen bei Her Story. Wir sind einer Zwillingsverschwörung auf der Spur. In der letzten Folge haben wir irgendwie erfahren, dass diese Person, die uns da immer was erzählt, entweder Hannah Smith ist oder vielleicht ihre Schwester. Und jetzt haben wir die Vermutung, weil sie das Wort Eve hat fallen lassen in einem unachtsamen Moment, dass sie vielleicht eigentlich Eve ist und nicht Hannah und Hannah ihre Schwester ist. Wer weiß es. Genau. Was mir noch nicht ganz klar ist, wie wir diesen unteren Bereich hier nutzen, weil ich kann hier die Clips, die ich da reingeschmissen habe, nicht mehr rausschmeißen. Kann ich höchstens ersetzen, aber bis jetzt haben wir noch keinen Grund gefunden, die einfach mal so zusammenzufügen, oder? Naja. Mal schauen, was er jetzt sagt. Ah. My friend Eve. She was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Okay, so Eve ist eine Freundin aus der Kindheit, die sie gehasst hat, weil die so gut bei den Jungs ankam. Tja. Ich glaube inzwischen, das mit dem Kaffee bedeutet gar nichts. Aber jetzt muss ich es durchziehen. Yes. We'd fight. We fought on the beach once, and I held Eve's head underwater. There was no one else around. It was at the far end of the beach, and I held her head under, and I kept it out. And for a moment, I just wanted to kill her and watch her drown. The fuck? But that was it. It was just a moment. We made up afterwards. It was a love-hate relationship. Okay. Vielleicht. Was denn? Vielleicht lügt sie ja insofern nicht, dass es dass auch gar nicht immer die gleiche Frau interviewt wird. Ach sondern dass so. Das schon Hannah war am Anfang, die hier unten. Ja. Und dass das am Ende halt nicht mehr Hannah ist, sondern Eve zum Beispiel. Also ich meine nicht die Freundin, weil Eve war ja eine Freundin, aber ja. Halt die Zwillingsschwester. A police station. Yeah. When I was young. We ran away on my birthday. Bob Dylan was playing in London and we thought we could break into his tour bus and have him take us with him. The taxi driver we paid to drop us off. I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. But I blamed everything on my friend Eve. So my parents let me off. Aha, zwei freche Gören. Wollten sich bei Bob Dylan in den Tourbus schleichen. Und so, mit was? Mit Recht. Jetzt kommt wieder was von dem Schluss, Geständnis. Das ich am spannendsten finde, weil man da wenigstens klar sieht. Warum ist jetzt dieser Balken hier? My mother called me Eve. Ah ja. Hä? Ist es vielleicht so eine Tyler Durden-Geschichte, dass es Eve gar nicht gibt? Boah, du bist ja drauf. Weißt du, dass es halt, dass sie nur von Eve spricht, wenn sie ihre wilde Phase hat oder so? Wer weiß, ach so wie bei dem anderen, wo es, ich sage jetzt nicht, was es ist, für die, die ich sonst spoilern würde, aber ja. Dieses andere, dieser andere Bestseller mit der Verfilmung, wo am Ende der eine nur die böse Seite von dem anderen ist. Geil ist, dass jetzt gerade in den Kommentaren gespoilert wird, wovon ich rede. Bitteschön, gern geschehen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was mit Helen ist. Nee, machen wir kurz, suchen wir nach Twin noch kurz. Twin. Ha! Ha! Schauen wir, sie hat auch nochmal Schwarzes an, das haben wir noch gar nicht gesehen. 2.7. Das ist dann einen Tag vor dem finalen Geständnis. Geil. Und wieder mit Kaffee. Twins. Really? Are you really asking me that question? Ja, wow, siehst du? Da hat sie auch wieder, ne? Was denn? Ja, ja. Sag halt, was denn? Ich dachte, die eine, die gerade im Bild zu sehen war, hätte auch das angehabt, was die andere anhat. Achso. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das alles nur ein. Are you out of your mind? Twins. Ach komm!
Der dritte Clip. Are you serious? Twins. Ja, da gibt's es ja dann schon zu. Come on, Twins. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Okay, also sie ist die eine, die beinahe bei der Geburt ums Leben gekommen wäre. Die Mutter wusste gar nicht, dass sie doch überlebt hat. Die Hebamme hat sie mit nach Hause genommen und selber großgezogen. Mhm. Und die... Das ist jetzt Eve, oder? Genau, my mother called me Eve. War dieser letzte Satz. Von ihr hier. In den Weißen, ja. Also das Weiße ist dann Eve. Aber das ist echt eine gute Idee gewesen, die zu taggen. Dann sind es vielleicht echt zwei unterschiedliche Frauen. Ja, soll ich jetzt die mit Weiß mal zukünftig mit Eve taggen? Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Da reicht es, du kannst einfach White taggen und wir ja, merken okay. Uns das halt. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Da geht's um Princess Diana jetzt, oder? Ja. Dirty Diana! Such danach mal noch nach Sister. Nee, ich möchte kurz noch mal nach Attic suchen. Oh, 12 Einträge. Den kennen wir schon. Die mit dem, die auf dem Speicher versteckt war, das war die, die die Hebamme mit heimgenommen hat, oder? Sie sagte, zu Hannah could play. Also aha. Hannah hat auf der in der Attic gespielt. Also aha, im Dachboden, stimmt, ja. Dachgeschoss. Boah. Okay, ich mach den mal nochmal schnell sehen, wegen dem Attic. I'm not sure where the dollhouse came from. I don't know if it was given to them or they inherited it. And they wouldn't have had the money to buy it. It was so huge. It must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there. It's a beautiful thing. Wallpaper to scale. Little furniture. The lights work. Mirrors, beds. Big duvets and pillows. We spent hours and hours playing it. Invented all these characters and families who lived there. We wrote paperwork from them all. Passports, diaries, and gave them all really elaborate stories. Once, a moth got trapped in there. We'd left a light on. It was making the most horrendous noise. We tried to kill it, but it was tough. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. Also die haben ein tolles Puppenhaus gehabt und sich da für alle Figuren elaborierte Hintergrundgeschichten ausgedacht. Finde ich jetzt nicht so aufschlussreich, oder? So, jetzt nochmal zur ersten Aussage. Die kannten wir auch noch nicht. Also die... Das Verhör. Kurz schauen, wie so die Lage ist. Aha. Also das erste müssten wir fast dann bald mal haben, oder? Yes. I read a lot as a child and watched lots of TV. Then the doll's house we had, we still have in the attic. It's kind of a fairy castle. We used to play up there and make up our own stories. Okay, also das ist jetzt mal Hannah, schätze mal, oder? Und die, ja. Die ist Eve. Gut möglich. Ich tag das jetzt einfach mal mit. Moment mal, Wasser. Haha. Hannah. Ich glaube, das hat gar nichts zu bedeuten. Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they...
We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could they have come from there? Aha. Also an Simon wurden wohl blonde Haare gefunden, oder? Und sie hat doch schon gesagt, dass er auf Blondinen steht. Ja. Hat sie und ihre Zwillingsschwester zusammen den Simon umgebracht, weil er sie beschissen hat? Möglich. Wäre fast ein bisschen naheliegend, oder? Also ich frage mich, ob das vielleicht sowas ist, dass die hier zusammen nur ein Leben leben. Also dass die sich auch abwechseln oder so. So wie in diesem anderen Film. Ja. Wo es übrigens so durchsichtig ist, dass jetzt es Zwillinge sind, aber trotzdem irgendwie toll ist. Aber hauptsächlich wegen dem anderen Twist, der auch total durchsichtig ist, aber egal. Jetzt ja, ja. Yes. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Me and Simon. Felt like going back to old ways before the pregnancy. Reminded me of being a girl, a dollhouse in the attic, old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, but it was another year before we started sleeping there. Mhm, komisch. Das Light Blue. Ich dachte, du schreibst Igitt. Warum sind die denn nicht gleich ins Schlafzimmer? Also es war ihr Elternhaus auf jeden Fall. Sagen wir mal, das ist Hannah. Ich sage jetzt mal, das ist Hannah, oder? Was ist denn das für eine Frage? Weil es halt ungefähr schon weird ist im Schlafzimmer der Eltern. Ja, wenn ich da einziehe und die... Ach so. Ja, gut, aber wenn die ausgezogen sind oder schon tot sind... Ja, trotzdem weird. Übernehme das Haus meiner Eltern, dann... Weird. Super weird. Vielleicht sind die Eltern ja schon... Wurden die ja schon abtransportiert. Dann geht's doch. Ist er ja wurscht jetzt, okay. Ja. Also wir sagen jetzt mal, sie ist Hannah, sie auch. Sie eigentlich auch, oder? Nur sie ist Eve. So, jetzt mal die Blonde. Muscle Memory. Nein. Ach ja. Das ist jetzt was? Das ist die mit der Gitarre und die keinen Kaffee wollte. Ja. This other person doesn't exist. I don't know what the blonde wig is, but it could be anything. Have you looked at the cat flap? Hä? Nochmal. Entschuldigung. This other person doesn't exist. I don't know what the blonde wig is, but it could be anything. Have you looked at the cat flap? Von denen vielleicht... Irgendeine hatte, es gibt wohl eine blonde Perücke und Catflap ist was? Die Katzenklappe. Aha. Und was bei ihr jetzt auffällt, das schreibe ich nämlich jetzt auch mal mit. Ah, das Tattoo, stimmt. Genau, der eine hat wahrscheinlich eins und die andere nämlich nicht. Stimmt. Kein Getränk. Gut, lassen wir weg. Ja, gut, blond und wig können wir nachschauen. Und nochmal ein Lied. You want me to play something? Well, I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Probably needs tuning. No. It's okay. How about a traditional ballad? Should be right up your street. Daran kann man natürlich auch unterscheiden, ob es die gleichen sind, wenn eine vielleicht mal nicht Gitarre spielen kann. Ja. Sie singt besser wie die andere, aber das ist natürlich Quatsch, weil sie ja beides gleiche anhaben. Her in
Weil nachher wird es voll morbid, gell? A Traditional Ballad haben wir gerade als Achievement freigeschaltet. Okay, noch eine Sache, die mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Was, wenn die ihn nicht zusammen umgebracht haben, sondern die eine ihn umgebracht hat, weil er mit der anderen was angefangen hat? Möglich, weil er sie nicht hat unterscheiden können. Ja, oder ja. Weil er, keine Ahnung, also vielleicht... hat er sich mit der einen zerstritten und hat dann gesehen, da ist eine, die sieht genauso aus. Ich fand er sie ja noch optisch ansprechend, aber vom Charakter die andere besser. Und die Sache, die ich vorhin gesagt habe mit dieser Eve, und das ist die nur, vielleicht hat sie ja absichtlich die nur als Freundin bezeichnet, weil sie schon in Kindheitstagen rausgefunden hat, dass es die eine Zwillingsschwester hat. Ja. Also, dass sie schon in Kindheitstagen mit der Eve befreundet war und die aber nach außen dann immer als ihre Freundin bezeichnet hat. Ja, die hätten doch gleich ausgesehen. Ja, vielleicht haben die sie nie zusammen gesehen, wenn das so nur hieß, so von wegen diese Geschichte mit Bob Dylan oder was. Ja, meine Freundin, die Eve, war das halt. Ach so, okay. Boah. Wobei, die wären bei der Polizei ja beide abgegeben worden. Da hätten wir schon gemerkt. Such nochmal, kannst du nach Jealousy suchen? Puh. Eifersucht. Jalousy? Nee. Oder nur Jealous? Ah, tatsächlich. Okay. Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous. Didn't want to share. Even the first date. We went to see Tom Cruise at the Old Odeon. We both went. Kept changing places in the toilet. Ah. We only had the one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date... it was my turn. At the end, I let him kiss me. But that was it. We didn't want another card on our hands, and the Ouija board had said to hold back. What? After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Ach so. Und danach kommt diese Aussage, sie hätte da mit anderen Männern rumgemacht und wurde einfach nicht schwanger, die wir schon gesehen haben. Genau, und dann wurde sie halt richtig sauer. Ja. Also sie hatten beide den gleichen Mann und der Mann hat es nie gecheckt. Ja, krass. Ja. Such mal danach nach Switch. Ja. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das ist ja Wahnsinn. Bis dann. Bis dann. Ciao.